Dein Traummann zieht sich zurück, dann brauchst du jetzt eine Lösung. Und eines ist ganz wichtig, mach nicht diese typischen Fehler, die Frauen machen, wenn ein Mann plötzlich emotional nicht mehr verfügbar ist oder sich nicht mehr meldet oder sich aus unterschiedlichen Gründen zurückzieht. Denn wenn wir dann diese Fehler machen, über die ich gleich sprechen werde, führt das dazu, dass er sich noch mehr zurückzieht. Und die meisten Frauen versuchen dann mehr vom Gleichen zu machen und er zieht sich mehr und mehr und mehr, mehr zurück, bis irgendwann der Punkt ist, wo das Ganze wirklich sehr, sehr schwer noch zu retten ist. Also meine Liebe, hör gut zu, in diesem Video erfährst du, was du auf keinen Fall machen solltest und vor allem auch, wie du diese Situation jetzt lösen kannst. Bevor wir loslegen, abonniere meinen Kanal, denn dann hast du definitiv einen großen Vorsprung, wenn du jetzt eine glückliche Beziehung erschaffen möchtest. Er zieht sich wieder mal zurück. Der Klassiker, oder? Total mühsam und anstrengend und man wartet und wartet und du schaust alle 5 Minuten aufs Handy, hat er schon geschrieben, ach, noch immer nicht. Und dann wieder so, ach, noch immer nicht. Und vielleicht schreibst du sogar und wartest auf die Häkchen und die Häkchen kommen nicht. Und irgendwie kann einen das ziemlich verrückt machen, oder? Dieses Gefühl, nicht zu wissen, was ist da los, wo ist er, warum meldet er sich nicht, was ist passiert. Ich kenne das, es ist definitiv nicht schön und deshalb sprechen wir jetzt darüber, wie du mit dem Ganzen umgehen kannst und vor allem, wie du da wieder rauskommst, damit du aufhören kannst, alle 2 Minuten aufs Handy zu schauen, ob er geschrieben hat. Bevor ich dir sage, was du tun kannst, sprechen wir über das, was du nicht tun solltest. Und zwar, wenn ein Mann sich immer wieder zurückzieht, eine Sache solltest du auf keinen Fall tun, und zwar alles liegen und stehen lassen, wenn er sich meldet. Ich weiß, wenn du jetzt schon tagelang wartest und da kommt endlich eine Nachricht von ihm, obwohl er jetzt davor, weiß ich, eine Woche verschollen war, dann willst du sofort antworten und willst sofort ein Treffen ausmachen und willst sofort, dass es weitergeht. Aber genau das konditioniert ihn dazu, dich immer wieder so zu behandeln. Wenn er sich zurückzieht und du dann trotzdem verfügbar bist und sofort anspringst und sofort da bist, dann kriegt er damit nur eine Botschaft klar und deutlich mit und die Botschaft lautet, egal was du mit mir machst, ich bin sofort da, wenn du mich brauchst. Und dadurch verliert er ein bisschen den Respekt vor dir und er verliert ein bisschen so die Wertschätzung. Und hier ist das Ding, weißt du, ich persönlich würde, wenn mich jemand so lange ignoriert, also ich persönlich würde wahrscheinlich kaum noch antworten, außer er ist mir super mega wichtig, aber dann würde ich ihm auch ein klares Signal schicken, indem ich ihn dann auch warten lasse und ihm einfach dadurch zeige, dass er eine Grenze überschritten hat. Fehler Nummer 2, und das sehe ich wirklich oft bei Frauen, der Kontakt geht immer von ihnen aus. Also es kann ja sein, dass du mit einem Mann zu tun hast, wo du sagst, er meldet sich nie von selbst, aber wenn ich mich melde, antwortet er. Und das bringt dich dazu, dich immer wieder zu melden, weil es kommt ja was zurück. Aber das ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Du verlierst komplett die Balance, weil du bist dann diejenige, die ständig anfängt und er reagiert einfach, weil das bequem ist für ihn oder weil er dich vielleicht toll findet. Aber eine Beziehung braucht Investition von beiden Seiten. Das kann keine Beziehung auf Augenhöhe werden, wenn jeder einzelne Kontakt von dir ausgeht. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn ich mich nicht melde, dann meldet er sich gar nicht. Ja, dann hast du hier aber eigentlich deine Antwort. Und hier ist halt das Problem, in so einer Situation fangen wir an, einem Mann hinterherzulaufen. Und damit du dich jetzt irgendwie nicht schlecht fühlen musst, ich habe das auch schon gemacht. Ich hatte auch mal so jemanden, den war ich so verliebt und den fand ich so toll und am Anfang war alles gut und dann kam der Rückzug und so. Und ja, ich habe einige Fehler gemacht, aber er auch und so weiter. Auf jeden Fall, weißt du, ich habe wirklich, ich sag dir, 6 Monate lang mich immer wieder gemeldet, am Anfang noch öfter, dann nur mehr so einmal im Monat. Das war furchtbar. Und dann kam auch immer was kurz zurück, aber dann kam wieder lang nichts von ihm und so. Und dann kam wieder was von mir und dann kam wieder eine kurze Antwort.
Das war furchtbar. Also wirklich 6 Monate lang habe ich immer wieder an den gedacht und mich dann halt mal gemeldet. Damit ich jetzt nicht alleine dastehe mit dieser Aktion, frage ich an dich, was ist das Längste, wo du sowas gemacht hast? Ja, wie viele Tage oder Wochen oder Monate hast du versucht, immer wieder Kontakt mit jemandem aufrechtzuerhalten? Hinterlass mir deinen Kommentar hier. Ich bin gespannt, von dir zu lesen. Und du wirst sehen, es geht anderen eben auch so. Du bist nicht alleine damit. Und um das auch ein bisschen zu relativieren, die Männer machen das auch. Ja, also Männer machen das genauso. Das ist nicht ein Frauending, das ist etwas, was Menschen tun, wenn sie jemanden gut finden. Fehler Nummer 3 ist, du versuchst ihn zu überzeugen. Das habe ich auch schon mal gemacht, nicht? Man versucht dann zu reden und zu argumentieren. Also verstehe mich nicht falsch, mit jemandem zu reden finde ich gut. Ein authentisches, ehrliches Gespräch zu führen, sich hinzusetzen und zu sagen, du, schau her, so und so ist das für mich oder das und das sind meine Wünsche und so und Bedürfnisse. Und Gefühle, das finde ich gut. Was nicht gut ist, wenn man so ein Gespräch führt, um den anderen quasi zu manipulieren oder zu überzeugen. Da habe ich auch schon gehört von einer Bekannten, die war dann so, ja, und ich werde jetzt mit ihm drüber sprechen. Und ich so, naja, warum willst du mit ihm reden? Er hat ja eigentlich gesagt, er will keine Beziehung. Und sie so, naja, ich möchte aber, dass er sich wieder so bemüht wie früher und so. Also sie hat dann wirklich versucht, ihn zu überzeugen, indem sie ihn daran erinnert hat, wie schön es früher mal war. Das machen wir auch oft, wenn jemand mit uns Schluss macht, nicht? Aber man kann nicht jemanden logisch überzeugen, eine bestimmte Emotion zu fühlen. Das geht nicht. Ja? Gefühle entstehen im Körper, aber nicht dadurch, dass man jemanden 5 logische Argumente gibt, warum ich die beste Frau für ihn bin. Das klappt nicht. Fehler Nummer 4, den Frauen machen, wenn er sich zurückzieht oder er sich plötzlich nicht mehr meldet, ist, dass sie dann versuchen, sich so richtig anzupassen und versuchen, plötzlich so eine Verwandlung zu machen in seine Traumfrau. Und ich meine, habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon hinter mir, super peinlich. Natürlich, man denkt sich irgendwie, okay, er zieht sich zurück, man denkt sich dann vielleicht, oh, ich muss mich verbessern. Und dann versucht man irgendwie so die Traumfrau zu werden. Das funktioniert nicht. Du machst dich dadurch automatisch kleiner. Weißt du, was anderes ist, wenn du generell sagst, hey, ich möchte mich verändern für mich selber. Ja, das ist ja, das ist gut, das ist eine schöne Sache. Und ich bin dafür, dass wir alle wachstumsorientiert leben und dass wir uns ständig verbessern. Aber das sollte man dann wirklich tun, weil man es für sich selber so will. Nicht, weil man so im Hinterkopf denkt, dann gefalle ich ihm besser oder dann will er mich vielleicht mehr. Das ist der falsche Zugang. Weil dann machst du einfach alles von ihm abhängig und auch wenn er deine Gedanken nicht lesen kann, man spürt das und das macht dich einfach viel, viel weniger attraktiv. Und Fehler Nummer 5, du versuchst ihn zu überzeugen, indem du ihm Geschenke kaufst oder ganz viele Komplimente machst. Also so mit dem Positiven, nicht? Geschenke und Komplimente sind toll, um emotionale Bindung aufzubauen in einer Beziehung, wo beide auf Augenhöhe sind, wo beide einander wollen. In einer Beziehung, wo sich einer zurückzieht und du dann mit Geschenken und Komplimenten kommst, übst du Druck aus. Ja, das ist wie so ein Tennisspiel, wo du schießt und der schießt nicht zurück und du schießt weiter und weiter und weiter und weiter und schießt und schießt und schießt auf den und der. Also, er muss sich fast verstecken vor dem. Warum ist das ein Problem, dieses total nett sein und total aufmerksam sein? Weil, wenn wir was für jemanden tun, und das kennst du sicher selber, wenn jemand was für dich tut, dann haben wir das Bedürfnis zurückzugeben. Das ist ganz normal, das ist ein normales menschliches Verhalten. Die Einzigen, die das nicht haben, sind Psychopathen, aber normale Menschen wollen zurückgeben, wenn sie was bekommen. Wenn jetzt jemand gibt und gibt und gibt und gibt und du willst eigentlich nichts zurückgeben, dann hast du ständig das Gefühl, du bist verpflichtet. Und dann wird aus dem, was eigentlich ein natürlicher Flow wäre, natürliches Geben und Nehmen, wird dann so eine Pflicht, ein Zwang. Und der einzige Ausweg für uns ist dann, uns komplett zurückzuziehen, weil der andere zu viel gegeben hat und wir im Moment nicht fähig sind, darauf zu reagieren. Das sind die Dinge, die du nicht tun solltest. Was ist etwas, was du tun solltest in dieser Situation? Hier ist die Lösung. Und vielleicht ist es nicht das, was du im ersten Moment hören willst. Aber eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Und zwar, lasse nicht zu, dass dich jemand so behandelt. Hör auf damit, Liebe und Energie jemanden zu geben, der es nicht haben will von dir. Und wenn dir jemand durch sein Verhalten zeigt, dass er eigentlich kein Interesse hat, dass er dir nicht nahe sein will, hör auf damit, da so viel Energie reinzustecken. Warum tun wir das manchmal? Dahinter liegen Verhaltensmuster, negative Glaubenssätze. Viele Menschen haben unbewusst in ihrem Inneren tief verborgen diesen Gedanken, ich muss was leisten, um geliebt zu werden.
ich muss mich bemühen, um geliebt zu werden. Und auch den Gedanken, ich bin es nicht wert, dass mich jemand liebt und ich bin es nicht wert, dass sich jemand um mich bemüht. Und wenn wir so tief in unserem Inneren denken über uns selbst, werden wir immer wieder in genau solche Situationen kommen. Wir werden genau das wieder erschaffen, das uns diesen tiefen Schmerz spiegelt. Und dann bist du wieder die Person, die ganz viel gibt an jemanden, der es nicht will oder an jemanden, der nichts zurückgeben will und der sich immer zurückzieht. Und wir wiederholen das so lange, bis dieses Muster aufgelöst ist. Wenn du Unterstützung dabei haben möchtest, diese Muster aufzulösen, unter dem Video findest du zwei Links. Der eine Link geht zu meinem Online-Kurs Glückliche Beziehung jetzt. In diesem Kurs begleite ich durch Videos und geführte Meditationen dabei, diesen alten Schmerz aufzulösen, innerlich zu heilen, um dann die Beziehung deiner Träume zu erschaffen. Der zweite Link geht zu unserem Mentoring-Programm. Im Mentoring-Programm arbeitest du mit mir persönlich. Da kannst du jede Woche mit mir sprechen und wir arbeiten gemeinsam daran, dass du die Beziehung deiner Träume bekommst und diese alten Glaubenssätze und Muster endgültig hinter dir lässt. Und im Endeffekt, eines ist ganz, ganz wichtig, meine Liebe, lerne wieder bei dir selbst anzukommen. Wir Frauen machen uns viel zu viel Gedanken darüber, wie sich dieser Mann jetzt fühlt und was der Mann jetzt denkt und was der Mann jetzt braucht. Weißt du eigentlich, was du brauchst, was du dir wünschst und wie du dich fühlst? Komm wieder hierher zurück. Du hast das Recht dazu, deine Gefühle zu kommunizieren. Du hast das Recht dazu, eine Beziehung zu bekommen, so wie du sie dir wünschst. Es gibt überhaupt keinen logischen Grund, dass du weiterhin Männern hinterherlaufen musst, die sich nicht bemühen, nicht interessieren, sich keine Zeit nehmen oder deine Gefühle nicht wertschätzen. Es gibt keinen logischen Grund, das weiterhin zu machen, außer der, dass du selbst entscheidest, das zu tun. Wenn du aber sagst, du möchtest jetzt eine glückliche Beziehung haben, dann erkenne, dass du es verdient hast, jemanden in deinem Leben zu haben, der wirklich für dich da ist. Wenn du mehr von mir sehen möchtest zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstliebe und glückliche Beziehung erschaffen, dann klick hier. Hier geht's zum nächsten spannenden Video. Da unten geht's zur glücklichen Beziehung jetzt. Ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.